Hallo, herzlich willkommen zu InterGeo TV. Heute mit unserer Serie GUIT, Helper in Crisis. Unser Schwerpunkt heute liegt auf den Drohnen, denn auch Drohnen helfen in so mancher Krise. Nicht zuletzt in der wir uns gerade mit der Corona-Pandemie befinden, sondern auch bei Waldbränden, Dürre, aber auch bei klassischen Dingen wie Inspektion, Vermessung. Darüber rede ich heute mit Christian Caballero. Er ist Chief Operating Officer von Flynex und einer der Gründer. Und Flynex ist ein Drohnen-Software-Dienstleister. Ihr helft vor allen Dingen, Christian, die Dinge einfacher zu machen, vor allen Dingen für die Piloten, dass die Drohnen überall sicher fliegen können, wissen können, wo sie fliegen können. Da kommen wir gleich noch dazu. Und ihr hattet einen großen Meilenstein, wie ich das zumindest mitbekommen habe. Das war doch die Woche der Vorstellung des Medifly-Projektes, was durch unseren Verkehrsminister auch vorgestellt worden ist. Denn auch die Bundesregierung sozusagen beschleunigt jetzt diese ganzen Prozesse und hat eben auch erkannt, das ist kein Spielzeug in der Luft, sondern da geht es wirklich darum, Dinge, Prozesse zu vereinfachen, gesellschaftliche Themen zu vereinfachen, den Leuten zu helfen. Und da seid ihr ganz weit vorne. Erzähl uns doch mal davon, was da gerade los war die Woche. Ja, also in der letzten Woche hat der Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, den Aktionsplan vorgestellt, welche Vorstellung die Bundesregierung dazu hat, wie sie das Thema Drohne in Anführungsstrichen, aber auch Urban Air Mobility insgesamt unterstützen und fördern möchten. So die Community war so ein bisschen noch unsicher, in welche Richtung das geht, aber tatsächlich kann man hier sagen, dass es doch ein guter Schlag nach vorne ist, ein guter Wurf nach vorne ist vom Verkehrsminister, hier eine klare Ansage zu treffen, dass es eine gewünschte Technologie ist, die auch eine Zukunft hat und auch eine Zukunft haben soll mit dementsprechenden Finanzierungen, die jetzt ermöglicht werden, weiterhin. Und wie du schon erwähnt hattest, Medifly wurde auch nochmal vorgestellt. Medifly hat bereits eine erfolgreiche Projektumsetzung gehabt im letzten Jahr. Und wird auch in die zweite Runde gehen tatsächlich, über einen längeren Zeitraum. Und auch das natürlich hat einen riesen Fokus bekommen, weil es ja hier auch um den Mehrwert für die Gesellschaft geht. Medifly ist eine gemeinschaftliche Aufgabe mit verschiedenen Unternehmen. Und das ist natürlich auch ein schönes Projekt zu wissen, dass man hier auch nicht nur Industrieprojekte bedienen kann, sondern auch was für die Gesundheit anderer Menschen tun kann. Schreibst du gerade noch mit zwei, drei Worten, worum es ging bei Medifly? Also was war das Ziel der Aktion und was war euer Part dabei? Ja, Medifly selber hatte das Ziel, zunächst die technische Machbarkeit unter Beweis zu stellen. Sind Drohnen in der Lage, mit dem derzeitigen technologischen Entwicklungsstand quer durch ein urbanes Umfeld zu fliegen, also quer durch Hamburg in dem Fall. Also wir sind über 5 Kilometer quer durch die City geflogen, in einer Kontrollzone. Und wir wollten in diesem Projekt nachweisen, dass wir Prozesse abbilden können. Wir können die Betriebsprozesse auch im Krankenhaus so messbar machen, dass wir hier einen Mehrwert feststellen können. Wir haben ja verschiedene Flüge angesetzt. Wir haben die Abläufe eines Schnellschnittes simuliert, wie Gewebeproben dann vom Labor zur Drohne in den Flug zum Landeplatz dort entnommen worden und dann dort in der Übergabe in den Operationsraum oder zurück die komplette Kette halt abgebildet. Insofern war das sehr interessant. Wir konnten durchschnittliche Flugzeiten messen, wir konnten durchschnittliche Übergabe- und Abnahmezeiten messen, um so natürlich auch wirtschaftlich relevante Aussagen treffen zu können. Ist die Drohne ein Werkzeug, welches hier in dem konkreten Case bei der Anbindung mit den Pathologien einen Mehrwert bieten kann. Wir konnten hier also wirklich deutlich die Zahlen reduzieren, also die Flugzeiten haben bewiesen, dass wir, ich glaube, um zu 30% schneller waren als herkömmliche Methoden. Und das muss natürlich jetzt im nächsten Schritt nochmal geprüft werden, wie das mit den Abläufen im Krankenhaus zusammenpasst und welche Dinge da noch nötig sind. Aber ich denke mal, für den ersten Wurf mit den Partnern auf jeden Fall ein klares Ergebnis, dass es hier eine sehr gute und wichtige Anwendung sein kann. Insgesamt geht es ja da um den ganzen Bereich Drohnen in Logistik und Transport, auch gerade in urbanen Gebieten.
Und genau da setzt ja auch euer Part an, denn wir wollen ja diese Drohnen- und Flugtaxis, sei es jetzt für Transport, wie du gerade beschrieben hast im Projekt Medifly, oder sei es auch Paketdrohnen, der ganze Bereich Delivery, aber auch dann Personentransporte in die Luft bringen. Und da spielt ihr auch mit eurer Software, konkret dann mit Map2Fly, eine ganz große Rolle. Beschreib uns mal da euren jetzigen Stand, aber auch, wo es da in Zukunft hingeht. Also gerade Transport, Logistik, urbaner Bereich, also dieses sichere Fliegen im urbanen Raum. Wir betrachten von Flynix immer einen kompletten Workflow. Wir sprechen für uns immer von Map2Fly oder mit den Dingen, die wir tun, die wir entwickeln, von einem kompletten Workflow. Wir verstehen diejenigen, die sich jetzt auch beim Transport, in der Logistik, aber auch in der Industrieanwendung für Inspektions- und Wartungsarbeiten befinden sich alle auf einem neuen Feld. Und die müssen irgendwie überlegen, wie kriege ich diese Drohne, dieses Arbeitsgerät nun jetzt in meinen kompletten Arbeitsprozess. Wir haben uns die Aufgabe halt, vorgenommen, dass wir sagen, okay, diesen Workflow, den wollen wir komplett digital konstruieren, entwickeln. Das haben wir auch getan und gehen jetzt mit den verschiedensten Unternehmenspartnern und Kunden, gehen wir dann jetzt in die spezifische Entwicklung zu deren Needs, haben aber, und das wissen die meisten auch, bereits verfügbar, die Map2Fly als Kartenlösung, aber auch die Map2Fly Pro oder Horizon noch bekannt, als tatsächliche Projektmanagement-Lösung. Map2Fly, hattest du erwähnt, ist eines der bekanntesten Produkte, das wir haben. Die Relevanz des Produktes liegt an den Informationen, die wir verarbeiten. Jeder, der irgendwie aufsteigen möchte, fliegen möchte, sei es jetzt statisch an einer Station oder auch eine Flugroute nehmen möchte, muss ja wissen, wo fliegt der denn? So, okay, das wissen alle, da habe ich ein GPS-Gerät, dann weiß ich, wo ich eigentlich in einem Gitternetz fliege. Aber ich weiß dann noch lange nicht, zu was ich fliege. Das heißt, ist neben mir dann ein Krankenhaus, ist neben mir ein Kindergarten, ähnliches, irgendetwas, woraus Betriebsverbote resultieren. Und Map2Fly hilft einfach, diese Einflussfaktoren, die aus der Bodenstruktur kommen, mir mit einem Klick halt zu zeigen, mir die Frage zu beantworten, was gilt hier? Und diese Einflussfaktoren, die aus der Bodenstruktur kommen, das sind ja, die limitieren den Einsatz um über 90%. Und deswegen sind diese Informationen, die wir bei Map2Fly kostenfrei über die App verfügbar machen, so wichtig für das Ökosystem. Der Aufwand, der dahinter steckt, das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist tatsächlich sehr mühselig, diese behördlichen, nicht behördlichen Daten zu sammeln. Da haben wir unglaublich viele Quellen, die wir anzapfen müssen, die wir beziehen, kaufen müssen, die wir verarbeiten, validieren müssen und so weiter, dass daraus halt ein eigenes Geoinformationssystem sich entwickelt hat, was wir natürlich auch für unsere Kunden dann bereitstellen, ne? In bestimmten Schichten oder ganz oder Teil, wie auch immer. Lass uns mal so auf die Einsatzmöglichkeiten gucken. Also Transport, Logistik waren wir vorhin schon mal. Dann Forstwirtschaft, Agrar habe ich bei euch gesehen, Inspektion, Vermessung. Aber es spielt ja auch eine Frage, wo ist denn der Markt dafür? Also wo spürt ihr denn jetzt auch durch Leute, die jetzt auch eure Software nutzen und sowas, wo sind denn die Bedarfe da, dass man wirklich sieht, da ist die Nachfrage auch echt hoch? Ja, also wir haben natürlich einen sehr engen Austausch, dadurch, dass wir sehen können, was geplant wird. Unsere Kunden fragen uns auch, wie kann ich das besser machen, schlechter machen, geben uns auch Feedback, klar, davon leben wir ja auch. Und da können wir für uns zumindest festmachen, das ist auch unser Schwerpunkt, wir bewegen uns in der Energiebranche sehr viel, wir sind in der Bauwirtschaft oder Immobilienwirtschaft sehr viel unterwegs. Und letzten Endes kann man das nochmal zusammenfassen. Überall dort, wo wiederkehrende Inspektionen nötig sind, gesetzlich oder durch eigene Vorschriften, durch eigene Standards, aber auch wo ad hoc Einsätze nötig sind. Dort kommen natürlich Drohnen prädestiniert zum Einsatz. Bei den Immobilien- oder Baugesellschaften ist es so, dass man einen Baufortschritt beispielsweise feststellen möchte. Man möchte den digital vorhalten in einer digitalen Gebäudeakte. Bei den Energiesektoren haben wir die Stromtrassen, Stromleitung, Freileitung, die beflogen, inspiziert werden, weil dort halt relativ ja, lange Strecken überwunden werden müssen und traditionelle Verfahren sind weiterhin Hubschrauber gebunden mit mehreren Personen an Bord und doch riskanter auch, muss man sagen.
Und das kann man so vielleicht mal ein bisschen zusammenfassend sagen, dass das unsere Bereiche sind. So wiederkehrende Inspektionen, Dinge, die man halt nachvollziehbar haben möchte oder über eine längere Phase vergleichen möchte, wie sie sich entwickelt hat. Hast du da eine persönliche irgendwie Leidenschaft oder Passion, wo du denkst, da muss es echt mehr vorangehen oder da habe ich total Lust, mehr Power auch reinzulegen, wo du denkst, das hilft der Gesellschaft auch oder wo du wirklich Visionen hast und denkst, da brauchen wir mehr Drohneneinsätze, da muss noch mehr in die Luft, da muss noch mehr verlegt werden sozusagen vom Boden in die Luft? Also der eine oder andere weiß es, ich war eine ganze Zeit lang auch leidenschaftlich mit den Missionsplanungen oder auch den Möglichkeiten bei der Wildtierbekämpfung dabei mit Drohnen. Habe ich mich involviert damals bei Air Shepherd. Mittlerweile finde ich aber auch viel, genug Use Cases in Deutschland, sei es beim Gewässerschutz, sei es beim Naturschutz, Müllhalten festzustellen. Denn die eine oder andere Behörde haben ihre Pain Points. Sie wissen, wo immer so die neuralgischen Punkte sind, wo halt illegale Halden entstehen und ähnliches. Aber auch, wo unsinnigerweise Nitrat oder ähnliches in die Gewässer reingeworfen werden. Das finde ich persönlich als Mensch, als nicht Fleinix unbedingt immer, als eine Anwendung, die natürlich Zukunft hat, ist ein top aktuelles Thema Umweltschutz. Und da eine Drohne mit einem Sensor vorbeifliegen zu lassen, das kostet sehr wenig Geld und gibt unglaublich viele Informationen über den Bestand, auch bei den Gewässern, und gibt mir auch dafür eine konkrete und richtige Aussage, wer hier der Übeltäter ist. Zurzeit zeigt man immer den Finger auf die Landwirte. Ich glaube, die Landwirte haben schon sehr viele Auflagen und haben sehr vieles schon richtig gemacht. Und letzten Endes merken wir es auch jetzt bei Corona, sind sie die Ernährer unserer Gesellschaft. Und dort sollten wir, glaube ich, viel mehr Augenmerk drauf legen, was denn dort am Boden, am Wasser passiert, damit wir auch weiter uns gesund ernähren können. Ne? Ja, ist auch ein spannender Einsatzbereich auf jeden Fall. Wenn wir nochmal zurückkommen zu quasi auch eurem Business oder was euch so tangiert, dann ist es mit Sicherheit ja auch, dass jetzt durch die ganze Corona-Pandemie auch die Gesetzeslage, also die einheitlichen EU-Regelungen zur die neuen Gesetze der EU-Verordnung für die Flug Sicherung oder für den Flugraum ja erst Ende des Jahres kommen und eben nicht mehr diesen Sommer. Betrifft euch das? Und wenn ja, warum? Und was, wenn, findest du daran so wichtig? Also jede Gesetzesänderung oder jede grundlegende Änderung betrifft uns insoweit, dass wir die Daten natürlich im System auf unserer Plattform verändern müssen, anpassen müssen. Wir müssen schauen, wie sich dann die Arbeitsprozesse in der Anwendung selber verändern, wie ich mich dann durchklicke zum Erfolg letzten Endes. Aber wir müssen auch prüfen, wie sich das dann letzten Endes dann auswirkt für die einzelnen tatsächlichen Use Cases. Derzeit stelle ich jetzt kein Riesenhindernis fest, auch bei der neuen Verordnung, die im Januar ja kommen soll, dass hier irgendetwas gehemmt wird oder gebremst wird. Im Gegenteil, man wird spezifischer, man wird konkreter, dem einen gefällt, dem anderen nicht. Aber für uns letzten Endes als Plattformlösung stellen wir weiterhin fest, Drohnenanwendungen sind möglich weiterhin. Eine Regelanpassung wird es immer geben. Aber im Zuge dessen kann man ja auch erwähnen, dass es ja auch innerstaatlich, national sehr viele Aktivitäten gibt zur Normung oder zur Standardisierung von Prozessen, worauf der Gesetzgeber ja auch schaut. Das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Man muss sich natürlich auch auf gemeinsame Spielregeln auch einigen können. Die EU-Regeln sind wichtig. Wir wollen ja auch immer grenzüberschreitend auch arbeiten können und dürfen. Piloten aus Deutschland wollen meinetwegen in Frankreich arbeiten oder andersrum, damit natürlich dann auch ein Business richtig wachsen kann. Nicht nur in eigenen Grenzen und auch nicht im schlimmsten Fall in eigenen Bundeslandsgrenzen. Das ist natürlich, was wir auch teilweise feststellen, dass die Harmonisierung innerhalb der Bundesrepublik auch noch nicht so richtig geklappt hat. Ich glaube, wir haben ja letzte Woche gesehen mit diesem Drohnenaktionsplan und auch dieser Pressekonferenz im Freien, mit dem Fliegen auch des Mediflies und so, haben wir ja gesehen, es soll ja echt vorangehen. Also man hat ja jetzt echt das Gefühl, plötzlich sind Drohnen relevant in der Gesellschaft und für den Einsatz auch. Ist es so, dass wir in Deutschland da eher hinterher sind, wenn du uns jetzt international innerhalb von Europa oder auch USA, Indien, China mit den Märkten vergleichst, oder sind wir da jetzt echt auf einem guten Weg, da auch aufzuholen, oder sind wir schon so weit? Es ist,
Immer auf den konkreten Fall bezogen, was man halt gerade betrachtet. Sicherlich ist China in vielen Punkten weiter als Deutschland. Die haben aber auch eine komplett andere Regierungsform, auch eine Gesellschaftsform, die ich nicht unbedingt erleben möchte. Dort sind natürlich auch mit dem Fingerschnipp Dinge möglich, einfach nur um eine Technologie nach vorne preschen zu lassen. Man sieht einfach, wie auch einer der größten Anbieter den Markt fluten konnte, einfach mit Geräten, bevor wir dann tatsächlich wussten, was geschieht. Die Entwicklung in Deutschland ist so, wie sie eigentlich in allen technologischen Themen ist. Sie brauchen etwas länger, dafür ist sie aber akribischer und präziser ausgearbeitet und führt im letzten Endes zu einem größeren Erfolg, weil das Basement einfach mal steht. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wir sind aber tatsächlich immer auf der Schwebe, dass wir das Wettrennen verlieren, weil wir uns zu sehr darauf verlassen, dass diese akribische Arbeit, das genaue Ingenieursarbeiten halt funktioniert. Denn jetzt, und das haben die letzten 10 Jahre gezeigt, gelten mittlerweile andere Regeln. Die heißen, was ich jetzt entwickle oder mir in meiner Garage ausdenke, kann in 2 Jahren ein Global Player sein. So, und das hat die Spielregeln am Markt komplett verändert. Wir müssen tatsächlich hier schauen, dass wir uns von den alten Verfahren, wie wir Regeln aufstellen, wie wir Standards erheben oder wie wir auch miteinander arbeiten, auch kooperativ, dass wir diese Wege neu finden. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, wenn wir uns zumindest für Deutschland erstmal geschlossen, auch mit den Verbänden, mit den Vereinen, das passiert jetzt auch schon sehr gut, zusammentun und auch gemeinsame Lösungen erarbeiten, können wir hier auch gute und nachhaltige Signale in die europäische Gemeinschaft reinbringen. Und das trage ich hier auch so bei meinem Arbeiten mit bei der Normung selber, dass die Inhalte, die aus Deutschland kommen, sehr fundiert und nachhaltig sind. Und darauf können wir uns tatsächlich verlassen. Und wie du sagst, es sind ja europäische Ansätze, gibt es keinen Alleingang, gibt es immer noch die Möglichkeit zur Kommentierung, gibt es auch immer die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn wir da mal die richtigen Fragen stellen, muss sich der andere schon als europäischer Partner am Kopf kratzen und sagen, okay, habe ich nicht bedacht. So, aber dieses Arbeiten auf Augenhöhe ist auf jeden Fall da. Das ist sehr, sehr gut. Prima. Wie denkst du, sehen wir uns im Oktober auf der InterGeo Inter-Air Solutions? Was meinst du? Ich hoffe, nicht unter Vollschutz und auch nicht mit dem Helm auf dem Kopf. Ich glaube, da wird es sicherlich Regeln geben, die wir einhalten müssen. Ich teile auch die Auffassung, dass Corona nicht von heute auf morgen verschwindet. Man kann zu dem Thema stehen, wie man möchte. Tatsächlich ist es eine Gefährdung, die besteht, und damit sollte man respektvoll umgehen miteinander. Dazu gibt es unglaublich viele Diskussionen. Alles ist irgendwo nachvollziehbar. Aber Bottom Line ist, hier muss Verantwortung von allen Seiten kommen, denn das Thema ist existent. Es ist nicht frei erfunden. Das ist meine Meinung. Und so wird es auch sicherlich im Oktober sein, dass wir dort zumindest minimalste, wenn nicht sogar ausreichende Maßnahmen treffen müssen, sei es Handdesinfektion, den ausreichenden Abstand und ähnliches. Ich glaube, das sind uns aber alle, die klar denken können, einig, dass das einfach das Mindestmaß ist an Verantwortung, was wir dann auch zeigen müssen. So, sei es von den Ausstellerseiten, von den Speakern, von den Gästen. Ich glaube, es ist aber auch nicht schlimm. Ja, wir werden es auch irgendwie schaffen und wir planen auf jeden Fall fleißig weiter. Wir sind auch froh, dass alle Partner, Aussteller noch an Bord sind und auch die Besucher freuen sich wirklich drauf. Mal gucken, wie alles wird, wie reisefreundlich bis Oktober die Welt wieder aufgestellt ist. Aber ansonsten schaffen wir da auch Möglichkeiten. Auch digital sind wir da auf einem ganz guten Weg, die InterGeo dann auch noch nach draußen zu bringen. Aber Fakt ist, sie wird einfach wirklich so ein Branchentreffpunkt bleiben. Nicht nur mit ihrer Themenplattform für Drohnen, sondern auch das ganze Thema Geodaten, Geoinformation ist da einfach zu Hause und spielt ja auch alles irgendwie zusammen mit dem Bereich Smart City und BIM. Und ja, wir hoffen da wirklich, dass sich das diesen Sommer weiterhin so gut entwickelt, die Infektionszahlen auch gering bleiben und wir dann in Berlin auch wirklich durchstarten können. Insofern freue ich mich total über das Gespräch und würde sagen, wir sehen uns bestimmt ganz bald und bedanke mich ganz herzlich, lieber Christian Cavallero von Flynex. Ich habe zu danken. Beste Grüße.